Wenn ihr hier mal so umschaut, dann seid ihr umgeben von euren ganzen Herzensmenschen und die haben ganz schön viel Bewegung gesetzt und ihr vor allem habt auch viel in Bewegung gesetzt, dass die Hochzeit heute stattfinden kann. Aber kommen wir mal zu den Anfängen eurer jungen Liebe. Das ist ja ein Schmuckstück. Das war die erste Feststellung von Lars, als er Björn ganz stolz dein Profilbild bei Facebook zeigte. Damals war Facebook ja das Instrument zur Kontaktaufnahme. Und mit der Nachricht, hallo du schöne Frau, wir kommen in eine Klasse, ging Lars dann ran. Und gleichzeitig brodelte natürlich an der Fachoberschule Gestaltung schon die Gerüchteküche. Da kommen zwei neue Jungs in die Klasse. Der eine ist wohl auch echt ganz süß, spricht perfektes Englisch, ist braun gebrannt, straight from Australia. Die augenscheinlichen Oberflächlichkeiten waren für Lisa natürlich nicht der springende Punkt, sondern ein Satz hat sie sehr beeindruckt, nämlich wir haben frische Katzenbabys zu Hause. Und jetzt Lars sitzt heute hier neben Lisa, die dich fasziniert, weil sie so ein lebensfroher, lustiger und liebevoller Mensch ist und eine ganz tolle Mama. Und Lisa, du kannst super stolz sein auf das, was ihr bisher erreicht habt. Und es ist so schön zu sehen, wie happy du neben Lars sitzt. Auch wenn manchmal so ein paar Dinge nicht so passieren, wie sie sollen, ihr ergänzt euch wunderbar und eins ist klar, egal wo es euch hinführt, ihr habt euch und ihr habt euch als Familie mit Günni und Omi, mit Lynn und euren Liebsten immer an eurer Seite. Thank you.
Liebes Brautpaar, liebe Gäste, um uns noch mal kurz vorzustellen, wir sind Laura, Sina, Marvin und ich, Harry. Und uns verbindet... Danke. Und uns verbindet natürlich eine ganz große Sache, nämlich die Freundschaft zum Brautpaar, die Freundschaft zu Lisa und zu Lars. Ihr seid hilfsbereit. Ich glaube, jeder in diesem Raum würde uns unterschreiben, dass man sich auf euch in jeder Situation verlassen kann. Auch aus der einen oder anderen Krise habt ihr uns schon rausgeholfen. Ihr macht wirklich jeden Anlass zu einer Feierlichkeit und genießt diese am liebsten im Kreise eurer Freunde und Familie. Und so freuen wir uns auf viele weitere schöne Erlebnisse mit euch. Gemeinsame Urlaube, laue Sommerabende in eurem Garten, unschlagbare wilde Partynächte bis in die Morgenstunden, unzählige Besuche im Wildpark, zünftiges Beisammensein bei euren Oktoberfesten und vor allem aber unendlich viele Jubiläen dieser Ehe, die wir ab sofort mit euch feiern können. Prost! Thank you.
Oh, ich sehe es heute Abend schon twerken. In der kosten Euro. Bei den verschwommenen Bildern, die machst du das doch eh keiner. Ich stick ihn in den Mund, wenn er wollte. Moin. Moin. Ich wusste, dass gefilmt wird. Habe ich schon vor 2 Monaten gesagt. Also, liebe Gäste, hebt eure Gläser.